Du zählst sofort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gesellschaftliche Teilhabe, soziale Absicherung, Gesundheit und Bildung, das sind alles Rechte eines jeden Kindes, die sich unter anderem aus der UN-Kinderrechtskonvention ergeben. Vertragsstaaten und damit auch unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, sind verpflichtet, die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verwirklichung dieser Rechte zu schaffen. Die soziale Absicherung in der Bundesrepublik Deutschland ist, und das möchte ich meinen Ausführungen voranstellen, auf einem sehr hohen Niveau, und im weltweiten Vergleich stehen wir auch und gerade dank unserer unionsgeführten Bundesregierung gut dar. Natürlich gibt es auch bei uns noch Armutsgefährdung, und wir müssen alles tun, um diese zu bekämpfen. Dies schließt auch die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe explizit ein und beschränkt sich nicht, wie oft suggeriert, auf das zum Überleben Notwendige. Klar ist, Armutsgefährdung und Kinderarmut haben ihre Ursache zumeist in der Familienarmut. Kinder sind dann armutsgefährdet, wenn sie in einem von Armut gefährdeten Haushalt leben. Ursache hierfür ist logischerweise das Einkommen der Eltern. Eines der Bestprogramme gegen Kinderarmut ist die von der Bundesregierung getragene Wirtschaftspolitik, die Menschen in Arbeit bringt und Familien Teilhabe in allen Bereichen ermöglicht. Sozialleistungstransfer schützen sowohl von Armut betroffene Familien als auch armutgefährdete Familien. Die Instrumente des Sozialstaats werden ständig weiterentwickelt und aktuellen Begebenheiten angepasst. Speziell zum Schutz von Kindern betrifft dies Kinderregelsätze und das Bildungs- und Teilhabepaket. Im Blick behalten müssen wir immer die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und besonders auch die Kinder von Alleinerziehenden. Oft wird der zustehende Unterhalt bei Alleinerziehenden nicht gezahlt, da der unterhaltspflichtige Elternteil seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht oder nicht ausreichend nachkommt. Um dies zu kompensieren, gibt es den Unterhaltsvorschuss. Wir haben das schon gehört. Er bietet durch eine vorübergehende Überbrückung eine unmittelbare Unterstützung für Alleinerziehende und ihre Kinder. Um dieses Instrument noch wirksamer gestalten zu lassen, steht für mich fest, die Altersgrenze von 12 Jahren muss abgeschafft werden. Ebenso die maximale Bezugsdauer von 72 Monaten, die nicht sachgerecht ist. Klar ist aber auch, die Rückholquote bei den säumigen Zahlern muss dringend erhöht werden. Insbesondere in den Bundesländern, in denen Grüne und Linke in Regierungsverantwortung stehen, sehen wir hier noch einen eindeutigen Nachholbedarf. Auswirkungen von Armut wie fehlende Teilhabemöglichkeiten und Bildungschancen führen in einen Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist. Kinder, die in Armut oder Armutsgefährdung aufwachsen, bleiben aufgrund ihrer geringen Teilhabe- und Bildungschancen in ihrem späteren Leben oft selbst arm. Für Kinder ist die Armut oder Armutsgefährdung ihrer Eltern somit in doppelter Weise ein nicht tragbares Hemmnis. Armut hat, und das ist auch nicht neu, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und wirkt sich damit negativ auf die Lebensqualität und auch auf die Lebenserwartung aus. Ich möchte aber eines klarstellen: Das von Ihnen suggerierte Wachsen der Armut findet so nicht statt. Bezüglich einer Armut in Deutschland ist aber auch klar, die Zahl der Erwerbstätigen im Arbeitslosengeld II bekommen, liegt heute etwa genauso hoch wie noch vor einem Jahr. Schauen wir 10 Jahre zurück, und das hat der Kollege Weinberg auch schon gemacht, so erhielten mehr Erwerbstätige Hartz IV als heute, nämlich 5,4 Millionen. Das widerspricht der vielfach verbreiteten Wahrnehmung, dass ein Teil der Bevölkerung abgehängt wird. Auch spricht es eindeutig gegen eine Ausweitung der sogenannten sozialen Kluft zwischen Arm und Reich. Auf der einen Seite stehen gleich eine Mantra wiederholte Äußerungen in den Talkshows. Auf der anderen Seite haben wir verlässliche Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass die Gefahr, in Armut und soziale Ausgrenzung zu geraten, nicht zunimmt. Im Gegenteil. Und beachten wir doch bitte eine ganz simple Tatsache: Ein steigendes Normaleinkommen steigert zwangsläufig die Armutsgrenze. Es ist zu bedenken, dass dem vielfach angeführten Armutsbegriff der Statistiker der Vergleich mit dem Normaleinkommen zugrunde liegt. Gemessen werden also nicht die notwendige Entbehrung oder gar Elend, sondern Distanz zum Median, dem mittleren Einkommen der Bevölkerung. Steigt dieses mittlere Einkommen, so zieht auch die Grenze für das statistische Armutsrisiko nach. Dieses statistische Armutsrisiko ging in den vergangenen Jahren mal nach oben und auch mal nach unten. Ein klarer Trend lässt sich jedoch nicht erkennen. So ist dieses statistische Armutsrisiko 2015
zum Beispiel ebenso hoch oder so niedrig wie 2008. In Deutschland gilt seit 2015 jeder als materiell armutsgefährdet, der als Single über weniger als 1.033 Euro im Monat verfügte, was zum Beispiel auch für einen Großteil der Studierenden zutraf. Noch 2014 setzte sich die Armutsgefährdung erst bei weniger als 987 Euro ein. Nehmen wir als Beispiel mal eine Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren. Diese war 2015 per Definition dann von Armut bedroht, wenn sie weniger als 2.170 Euro monatlich zur Verfügung hatte. Wie wir bereits festgestellt haben, dürfte sich in diesem Jahr die Grenze der Armutsgefährdung wegen der deutlich gestiegenen Einkommen weiter erhöht haben. Arm im traditionellen Sinne waren 2015 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 4,4% der Bevölkerung. Damit sprechen wir über deutlich weniger als 2014, als es noch über 5% der Einwohner waren. Armut im traditionellen Sinn bemisst sich an der materiellen Entbehrung. Dies kann bedeuten, dass man die Wohnung nicht ausreichend heizen kann oder Reparaturen von Alltagsgegenständen nicht möglich sind. Oder wenn das Einkommen nicht ausreicht, um mindestens jährlich eine Woche in Urlaub zu fahren. In Deutschland ist vor allem die Situation von Kindern und Jugendlichen besser als im europäischen Schnitt. Das hat eine aktuelle Auswertung der Europäischen Statistikbehörde Eurostat ergeben. Diese gute Momentaufnahme ist natürlich für die Bundesregierung kein Grund, sich auszuruhen. Jenes armutsgefährdete Kind ist eines zu viel und wir dürfen kein Kind zurücklassen. Ich möchte aber auf einige Passagen in Ihrem Antrag noch eingehen. Er kam ein bisschen spät in der Fassung, aber trotzdem, wenn Sie das wirklich meinen, was Sie da umsetzen wollen, dann kann ich nur sagen, frohe Weihnachten, meine Damen und Herren. Sie zeigen beispielhaft unter den Punkten 5a und Punkt i Ihres Antrages, dass Ihnen jeglicher wirtschaftlicher Sachverstand fehlt, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion. Diese Forderungen behindern und gefährden massiv den Mittelstand und somit Hunderttausende inhabergeführte Familienbetriebe im Handwerk und im Handel. Mit Ihren Forderungen erreichen Sie nicht mehr Beschäftigung und somit auch nicht mehr Wohlstand, sondern Sie sorgen für das Gegenteil. Die Gründerquote oder der Wille, eine Firma zu gründen, geht zurück. Und der andere Nebeneffekt ist, dass sich Unternehmer überlegen, überhaupt noch junge Frauen einzustellen. Und das machen wir, meine Damen und Herren, als Union nicht mit. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Vielen Dank. Vielleicht auch ein Wort, Frau Dörner, zu Ihrem Beispiel mit dem Schulbrot. Ich finde diese Argumentation völlig daneben. Jeder Vater, jede Mutter kann morgens seinem Kind ein Schulbrot schmieren. Das hat mit Geld oder materiellen Dingen nichts zu tun. Da müssen die Eltern eben aufstehen und das Brot schmieren. Das mache ich, wenn ich die Woche bei uns zu Hause bin, auch. Dann schmiere ich meinen Kindern auch das Schulbrot und schneide den Apfel durch. Und das können die Eltern auch machen. Dieses hier anzuführen, um nur Arme zu machen, Frau Dörner, finde ich völlig daneben. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege